Hi und herzlich willkommen zurück bei Millekaninchen. Im heutigen Video geht es um Urlaub als Selbstständiger. Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich tatsächlich danach gefragt wurde, ob ich nicht mehr darüber sprechen kann, wie das mit Urlaub als Selbstständiger ist. Und Weihnachten steht vor der Tür und ich habe dieses Jahr keinen Urlaub und deswegen dachte ich mir, ich spreche da heute einfach mal drüber. Also, die Sache mit dem Urlaub als Selbstständiger ist natürlich, es ist nicht so, dass du deinen Urlaub bei einem Chef anmelden musst und um Erlaubnis bitten musst, sondern wenn du Urlaub nehmen willst, nimmst du dir Urlaub. Aber er ist halt unbezahlt. Das heißt, die Zeit, in der du nicht arbeitest, kriegst du halt kein Geld. Das heißt, eigentlich für jeden Urlaub, den du nimmst, musst du eigentlich doppelt arbeiten. Also musst du wohl vorarbeiten, damit das mit dem Geld hinhaut. Und danach ist eigentlich immer stressig, weil so viel anfällt, so viele Anfragen und so. Also bei mir jetzt nicht so extrem, aber ich habe das schon mal anderen Kolleginnen gesehen. Also Urlaub als Selbstständige, ich finde das jetzt ist eine schwierige Angelegenheit. So. Und ich kann jetzt einfach mal von mir sprechen. Ich hatte bisher, also ich bin jetzt seit 1,5 Jahren bin ich selbstständig und fast 1,5 Jahre. Und ich hatte bisher einmal richtigen Urlaub und das war letztes Jahr im Dezember. Da hatte ich für 2 Wochen Weihnachtsurlaub, weil ich für 2 Wochen in Paris bei meinem Croissant war. Der Dezember, der war der stressigste Monat, den ich jemals hatte, weil ich hatte nicht weniger Aufträge angenommen, sondern ich hatte genauso viele Aufträge wie sonst auch. Und ich hatte halt einfach weniger Zeit dafür. Das heißt, ich habe halt 14 Tage wirklich durchgearbeitet. Ich musste irgendwie 7 Aufträge oder so erledigen. Und damit ich 14 Tage frei haben konnte. So. Und das war es mir wert. Aber ja, also wirklich geil war das jetzt auch nicht. Jetzt ist die Sache bei mir. Ich bin ein Mensch, der braucht keinen Urlaub. Also ich wurde neulich auch gefragt, ja, wie machst du das eigentlich mit Urlaub? Ja, also ich nehme mir halt in der Regel keinen Urlaub. Ich nehme mir mal so, also wenn es sich ergibt, dann habe ich immer mal wieder so ein paar Tage frei zwischendrin. Aber ich nehme mir eigentlich nie gezielt, ich sage jetzt nie gezielt vorab, ich nehme mir dann und dann Urlaub. Wenn mal irgendwie was anfällt oder so, dann verlege ich die Arbeit halt einfach auf andere Tage. Aber ich sage jetzt nie irgendwie, ich nehme frei. Was aber auch daran liegt, also ich brauche keinen Urlaub. Ich brauche manchmal weniger zu tun, aber ich brauche keinen Urlaub, weil ich weiß, ich mache mich damit jetzt unbeliebt, aber ich mag Urlaub nicht. wie soll ich das jetzt sagen? Also, ich hasse es zu verreisen. Ich bin überhaupt kein Verreisemensch. Ich finde das absolut schlimm, außerhalb meiner eigenen 4 Wände zu sein. Dann habe ich meinen PC nicht, dann sehe ich meine Katze nicht, dann sehe ich meinen Freund vielleicht nicht. Ich werde aus meiner Daily Routine gerissen. Und ich weiß, alle Leute finden das toll. Alle wollen in die große, weite Welt bereisen. Ja, für mich ist das nichts. Also ich verreise schon gern mal ab und zu, mal so once in a lifetime. Aber eigentlich, also ich brauche das nicht. Es verzehrt mich nicht danach. Ich könnte jeden Tag 24/7 in meinen eigenen 4 Wänden sein und ich bin glücklich. So. Also ich verreise nicht. Also ich habe jetzt nicht irgendwie die Ambition, ja, nächstes Jahr reise ich nach Spanien eine Woche oder so. Das ist halt einfach nicht mein Ding. Und dann ist die andere Sache, wenn ich nicht irgendwie dann irgendwas Besonderes mache, wofür brauche ich dann Urlaub? Ich kann euch sagen, wie das laufen würde. Wenn ich mir Urlaub nehmen würde, sagen wir jetzt mal, ich nehme mir nächstes Jahr eine Woche Urlaub. Dann würde ich eine Woche lang wahrscheinlich den ganzen Tag schreiben. Aber eigentlich ist das ja auch Arbeit. Also ich würde indirekt halt trotzdem arbeiten, aber so, verstehe ich, was ich meine? Also ich bin einfach kein Mensch für Urlaub, weil ich einfach ein Workaholic bin und ich brauche immer was zu tun. Und wenn ich frei habe, dann schreibe ich so am Wochenende zum Beispiel. Dann zocke ich auch oder schon eine Serie oder nehme mir einfach mal Zeit für mich, aber ich schreibe auch. Und wenn ich 7 Tage wirklich am Stück frei, dann würde ich einen ganzen Roman fertig schreiben, gefühlt so. Deswegen, also ich, wenn es ums Thema Urlaub geht, bin ich die falsche Ansprechperson, weil einfach, ja, ich halt einfach kein Urlaubsmensch bin und ich nicht finde, dass ich das brauche. Ich habe meistens freitags frei, also eine 4-Tage-Woche, also langes Wochenende. Ich arbeite meistens von 8 bis 15 Uhr und das ist mir viel wichtiger, dass ich diese Freizeit habe,
während ich arbeite und nicht, dass ich dann irgendwann viel arbeite und dann einmal eine Woche frei habe, sondern dass ich immer sehr viel Zeit habe für mich. Das ist mir wichtig und so gleiche ich das halt irgendwie aus. Und ich habe auch nicht das, ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich Urlaub brauche. Natürlich, also für nächstes Jahr, ich wollte nächstes Jahr eigentlich zur LBM fahren, also zur Leipziger Buchmesse im März. Wenn ich mir aber so die Corona-Situation in Deutschland angucke, dann denke ich mir nur so, habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Ich bin zwar geimpft, aber bin da jetzt auch nicht irgendwie so mega begeistert, sage ich mal. Und wenn es da jetzt auch um so um die Boosterimpfung geht und so, also ich sehe das alles irgendwie alles ein bisschen kritischer. Nein, ich bin kein Corona-Leugner oder Impfgegner oder sonst irgendwas, aber ich sehe das alles einfach generell etwas kritisch und ich habe auch keine Lust, auf eine Leipziger Buchmesse zu gehen, wo irgendwie nur die Hälfte hingehen kann wegen irgendwelchen Maßnahmen. Und ich will die Leipziger Buchmesse haben, wie wann war ich da? 2018 oder 2019? 2019. Ich will die Leipziger Buchmesse wie 2019 haben. Und das wird nächstes Jahr halt einfach nicht so sein. Und ich kann das Geld auch anderweitig investieren. Ich möchte zum Beispiel einen neuen PC kaufen und auch einfach so ein paar Setup-Änderungen. So mein zweiter Monitor muss mal ausgetauscht werden und ich will auch einen neuen Stuhl. Und dann nehme ich das Geld lieber in die Hand und investiere dann lieber in das Setup, als zur LBM zu fahren. Ich schweife ab. Da habe ich auch schon tatsächlich gebucht. Nächstes Jahr Sommer zur ESL Cologne, also zum Counter-Strike-Turnier in der Lanxess Arena. Da fahre ich zusammen mit dem Croissant hin. Das ist so unser gemeinsamer Urlaub. Das ist aber halt fürs Wochenende. Also wir fahren dann irgendwie Donnerstag nach Köln und montags halt wieder zurück nach Frankreich. Das ist halt für mich, also das ist für mich so kein richtiger Urlaub, sondern ich arbeite dann halt einfach dann halt vor und dann fahren wir halt dahin. So, aber das ist halt so, versteht ihr, was ich meine? Also ja, und ich möchte halt gerne noch über Weihnachten nächstes Jahr für ein paar Tage halt zu meiner Familie fahren, weil ich die letzten Weihnachten halt immer in Frankreich war, auch dieses Jahr. Aber so, das sind dann so kleine Trips, die ich plane, aber ich sage jetzt nicht, ja, nächstes Jahr im Sommer fliege ich für eine Woche nach Spanien oder so. Und das ist halt auch für mich nicht so ein Urlaub, sondern das ist halt einfach so, ja, ich plane halt einfach meine Arbeit irgendwie günstig. So, versteht ihr, was ich meine? Also ich finde halt diese Terminologie Urlaub nehmen, das ist halt eher sowas, was so Angestellte haben. So, aber das ist halt bei uns Selbstständigen halt irgendwie anders. Und dieses Jahr habe ich gar keinen, also ich hatte ein paar Tage frei mal zwischendurch, aber ich habe nie irgendwie Urlaub länger am Stück und ich merke auch, dass ich das nicht brauche. Also letztes Jahr war das einzige Jahr und das wird auch, glaube ich, das letzte und einzige Jahr sein, wo ich halt irgendwie so längere Zeit am Stück frei habe. Also länger als ein paar Tage, sage ich mal so. Aber das ist für mich auch vollkommen okay. Aber ich kann da halt an dieser Stelle auch nur für mich sprechen, weil ich habe genauso gut Kolleginnen, die sich mal ein oder zwei Wochen frei nehmen oder so. Aber ich kann das halt einfach nicht. Also mal abgesehen davon, dass ich eh nicht Nein sagen kann und viel zu viele Aufträge habe, ich würde das halt einfach nicht schaffen. Und da ist auch einfach mein Pflichtbewusstsein viel zu groß, dass ich dann einfach sage, so ja, ich mache das jetzt nicht und nehme mir stattdessen irgendwie eine Woche frei, was halt generell einfach voll unnötig für mich ist. Sorry, wenn das Video sehr unzufriedenstellend für euch war, aber ich bin ein Weirdo und so viel dazu. Ich glaube, ich werde das Video als letztes in diesem Jahr hochladen, also ich hoffe, ihr habt aber alle ein schönes Weihnachtsfest oder hattet, je nachdem wann das Video online kommt und dass ihr schöne freie Tage hattet, auch über das neue Jahr. Ich werde sie nämlich dieses Jahr nicht haben, aber ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Zeit im Dezember und seid gesund und ich würde sagen, wir sehen uns in einem neuen Video und im neuen Jahr wieder. Tschüssi.